Ja, Insulin ist das Hormon, welches normalerweise im Zusammenhang mit dem Blutzuckerspiegel und eben auch Diabetes gesehen wird, was ja auch absolut wichtig und richtig ist. Doch ist Insulin mehr als nur für den Blutzuckerspiegel zuständig? Das ist hier die Frage in diesem Video und das erfährst du, wie du weißt, wie immer nach dem Intro. So, meine lieben Abonnenten, Zuseher und natürlich Freunde, hier bin ich wieder, euer Gio von Gio Leben TV und bewusst gesund bei Gio. Ja, die meisten Menschen kennen eben das Hormon Insulin im Zusammenhang mit einem erhöhten Blutzuckerspiegel und auch der Gefahr des drohenden Diabetes. Doch in diesem Video geht es jetzt weniger um Diabetes, dessen Auswirkungen und was du auf ganz natürliche Art und Weise dagegen tun könntest, sondern in diesem Video geht es darum, für was das Hormon Insulin eben noch so gut und sehr, sehr wichtig ist. Dazu habe ich euch 9 wichtige Punkte zusammengestellt, die wir uns jetzt in der Folge einfach mal ansehen werden. Wir beginnen gleich mal mit Punkt Nummer 1. Ja, einer der wichtigsten Gründe von Insulin ist natürlich der Zuckerstoffwechsel. Insulin sorgt für einen reibungslosen Zuckerstoffwechsel. Alle unsere Zellen, wie wir wissen, können ja Energie aus Glukose, also des sogenannten Traubenzuckers, beziehen und dieser gelangt grundsätzlich über die Nahrung in unser Blut und von dort geht es dann weiter in die Zellen. Da die Zellwände, sprich Zellmembranen, allerdings fetthaltig sind, kann eben die wasserlösliche Glucose nicht aus eigener Kraft ins Zellinnere gelangen, sondern braucht dazu einen Transporter, einen Taxi, sprich einen Schleuser und das ist eben Insulin. Sobald dann Insulin an den speziellen Insulinrezeptoren der Zellhülle andockt, wird ein Trägermolekül mit dem Namen GLUT4, also GLUT4, aktiviert, dass dann die Glucose-Zuckermoleküle an das Insulin bindet und durch die Zellmembran ins Innere der Zelle schleust. Da sitzt quasi eben auf dem Insulin jemand, der dann eben das Zuckermolekül festhält. Jede Zelle hat eben auch einige Hunderttausende dieser Rezeptoren, die dann quasi der Türöffner für den Zucker in die Zelle sind. Spannend ist jedoch auch, dass die Zellen auch ohne Insulin auskommen können, zumindest einige, und zwar hier Gehirn- und Nervenzellen, die ja wegen ihrer sehr, sehr hohen Überlebenswichtigkeit für den Menschen grundsätzlich nicht auf Insulin unbedingt angewiesen sind. Und diese können eben die Glucose auch ohne Insulin verstoffwechseln. Leber- und Fettzellen wiederum brauchen grundsätzlich Insulin zum Verstoffwechseln. Aber auch unsere Muskelzellen wiederum können bei starker Beanspruchung Glucose ohne Insulin verstoffwechseln. Was natürlich eben auch gerade für Menschen sehr, sehr spannend ist, die einfach nicht abnehmen können, vor allem wenn sie einfach zu viel Kohlenhydrate, zu viel Industriezucker zu sich nehmen, ist das auch meist der Tatsache geschuldet, dass eben wenn Insulin aktiviert ist und Glucose in die Zellen reinbringt, diese Glucose als Glykogen gespeichert wird und dann aber gleichzeitig, und das ist auch das Fatale dazu, auch der Abbau der Fettsäuren gestoppt wird. Was jetzt einfach dann heißt, dass immer dann, wenn der Insulinspiegel ansteigt, auch die Fettsäuren nicht abgebaut werden. Von dem abgesehen wissen wir ja, dass immer vorrangig die Glykogenspeicher leer sein sollten, bis eben überhaupt mal der Fettstoffwechsel anspringt. So, ratzfatz geht's weiter zu Punkt Nummer 2, der da wäre, dass Insulin mega wichtig für den Blutzuckerspiegel ist. Da sind wir jetzt eben auch bei diesem sogenannten Hauptgrund, den viele eben aufzeigen. Zu viel Zucker und vor allem verarbeiteter Industriezucker ist sehr, sehr gefährlich für die Blutgefäße, sprich eben die Gefäßwände, wenn diese in zu großer Menge und einfach zu lange in den
Blutgefäßen verweilen. Insulin ist in dem Falle, wie wir vorher gehört haben, das sogenannte Transporttaxi für den Zucker in die Zellen und somit sorgt Insulin dafür, dass der Blutzuckerspiegel dann wieder absinkt. Doch gerade eben Industriezucker hat besonders große Zuckerkristalle, die sehr, sehr schwer in die Zellen überhaupt mal reingebracht werden können und dann eben bis zu 12 Stunden im Blut verweilen müssen und dann eben sehr, sehr großen Schaden anrichten können. Werden jetzt einfach zu viele ungesunde Kohlenhydrate und Zucker aufgenommen, dann ist die Bauchspeicheldrüse permanent mit der Insulinproduktion beschäftigt, damit eben der Zucker abgebaut werden kann, was für die Bauchspeicheldrüse auf Dauer natürlich auch wieder schlecht ist und dafür einfach auch dann sorgt, dass die Zellen voll mit Zucker sind und diese den Zucker einfach nicht mehr aus den Zellen rausbringen. Und hier beginnt nun dieser Kreislauf von Diabetes, vor allem eben Diabetes Typ Nummer 2, was generell, wie schon angekündigt, ein weiteres Video einfach auch sein wird. Doch kommen wir weiter zu Punkt Nummer 3. Was schon nicht mehr ganz so bekannt ist, ist eben die Tatsache, dass Insulin nicht nur dafür sorgt, Zucker in die Zellen zu bringen, sondern eben auch die Aminosäuren. Was gleichzeitig aber auch bedeutet, dass auch Fleischkonsum den Blutzucker rapide steigert. Das einfach nur mal so am Rande. Da die Aminosäuren die kleinsten Bestandteile sozusagen von Protein sind und dieses Protein ja essentiell für den Muskelaufbau ist, ist dieses Wissen vor allem eben auch für Menschen, die ihre Muckis ja aufbauen wollen, sehr, sehr interessant. Denn durch Insulin wird die Aufnahme von Muskelzellen gesteigert und der Abbau an Muskelprotein eben auch wieder gestoppt. Zusätzlich ist Insulin wichtig für die Regeneration, besonders nach dem Training, dadurch, dass Insulin das beim Training produzierte Cortisol eben wieder abgebaut wird. So, und Punkt Nummer 4. Dieser besagt, dass Insulin nicht nur für die Aufnahme von Zucker und Aminosäuren notwendig ist, sondern auch für die Aufnahme von Vitaminen und Mineralstoffen. Vitamin C, E und so weiter, sowie Kalium, Magnesium, Calcium und wie sie alle heißen, brauchen Insulin, damit sie eben auch transportiert werden und in die Zelle reinkommen. Weiter geht's mit Punkt Nummer 5. Insulin ist wichtig für das Sättigungsgefühl. Es triggert Hormone, welche unser Sättigungsgefühl einfach regulieren. Das heißt, genug gegessen, Sättigungsgefühl, da es reicht. Sprich, ist der Insulinspiegel gestiegen, heißt das eben dann für den Körper im Normalfall so genug gegessen, es reicht. Und zusätzlich triggern aber Nahrungsmittel, welche zu einer hohen Insulinausschüttung führen, also viele Kohlenhydrate, viel Zucker, aber eben auch Fleisch, wie wir nun wissen, unser körpereigenes Belohnungssystem, welches im radikalsten Falle dann zu einer Zuckersucht führen kann. Doch dazu auch ein weiteres Video. Wir sehen, es gibt hier sehr, sehr viele Punkte, die wirklich sehr, sehr wichtig sind, die man sich nochmal genauer anschauen sollte. Doch auch im Falle von Insulin und Sättigungsgefühl kommt es darauf an, welche Kohlenhydrate ich zu mir nehme, da eben Industrienahrung für einen permanent starken Blutzuckeranstieg und auch wieder schnellen Blutzuckerabfall sorgt. Was dann für den sogenannten Heißhunger sorgt. Doch auch diese Angelegenheit wird im Video bezüglich Diabetes, Blutzucker,
ganz genau beschrieben werden. Weiter mit Punkt Nummer 6. Insulin ist wichtig für die Zellteilung. Das ist natürlich wichtig und vor allem für das Wachstum der Knochen, der Muskeln und eben auch anderer Gewebe. Ist logisch. Doch auch hier, wo ein Vorteil, da eben auch Nachteile. Und auch hier ist es ein zu viel an Insulinausschüttung. Hier ist ein zu viel an Insulinausschüttung verantwortlich für ungewollte Zellteilung, vor allem wenn es dadurch zu Tumorbildung, sprich Krebs, kommen könnte. Weiter zu Punkt Nummer 7. Insulin ist wichtig für den Salz- und Wasserhaushalt, da eben Insulin dafür sorgt, dass weniger Natrium von den Nieren ausgeschieden wird, heißt dann auch, dass mehr Salz und Wasser im Körper gebunden bleibt. Und das ist dann auch der Grund, weshalb man mit einer Low-Carb-Diät oder generellen Fasten gleich mal in der ersten Woche 5 Kilo abnimmt. Das bedeutet keinen Fettverlust, es ist eben Wasserverlust. Weiter zu Punkt Nummer 8, jetzt geht es aber flotter hin. Da Insulin auch für Energie im Gehirn gebraucht wird, fördert Insulin das Denken und auch das Gedächtnis. Alzheimer könnte auch im Zusammenhang mit einem gestörten Insulinstoffwechsel stehen. So, und last but not least, Punkt Nummer 9. Insulin beeinflusst auch unser Wohlbefinden und unser Schmerzempfinden. So, meine Lieben, ist doch mal gut zu wissen, dass Insulin jetzt nicht nur mit dem Zuckertransfer in die Zellen zu tun hat. Also freut euch darauf, zu diesem mega wichtigen Thema kommen noch einiges an Videos. Diabetes, Insulinresistenz, vor allem auch die Folgen, was ja vor allem der sogenannten Altersdiabetes geschuldet ist und die immer mehr junge bis jugendliche Menschen und sogar Kinder betrifft. Sowie der Zucker, der ja nicht nur in der Schokolade drinnen ist, und eine Zuckersucht, die man eben kaum bemerkt, weil es ganz normal ist. Ja, das werden alles Themen in weiteren Videos werden. Also bleibt dran und schaut auf euch. Ja, es wird immer wichtiger, unabhängig und selbstverantwortlich zu sein oder eben auch zu werden, gesund zu bleiben oder eben auch gesund zu werden, gerade in Zeiten wie diesen. Also alles Liebe, Daumen hoch, schreibt eure Meinung in die Kommentare und besucht auf meiner Seite bewusstgesund-geosix-lebensmut.at, da findest du einige weitere wichtige Tipps und auch Mittelchen, die du über meinen Kanal bestellen könntest. In dem Sinne, alles Liebe, euer Geo, wir sehen uns beim nächsten Video, baba, ciao, tschüss und servus. Ja, und wenn noch nicht alles hängen geblieben ist, dann halt einfach nochmal anschauen. Wir müssen uns auch ein bisschen Zeit nehmen für Information und Weiterbildung sowie Reflexion.